Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Herzlich willkommen zum Gottesdienst an Invocavit. Der Sonntag ist der erste in der Passionszeit, in der wir den Weg von Jesus Christus ans Kreuz verfolgen. In der Passionszeit entfallen das Gloria und das Halleluja im Gottesdienst. Der Altar erinnert an gestern. Wir hatten den Frauendekanatstag zum Thema Altar, Altar in der Bibel, Altar in der Kirchengeschichte und eben auch Altar, wie können wir ihn heute lebendig werden lassen. Und das Thema des Gottesdienstes heute, ihr seht eine Wüstenlandschaft angedeutet, ihr seht einen Engel und auf der Seite vom Engel dann eben auch das Licht und die Blumen, da wo es blüht. Ihr dürft gespannt sein, welches Thema es sein wird in der Predigt. Jesus sagt im Wochenspruch: Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Es geht um das, was das Leben belastet und schwer zu tragen ist, und es geht um den, der uns dabei trägt und tröstet. Am Eingang habt ihr Steine bekommen, sie werden später im Bußteil vor dem Abendmahl eine Rolle spielen. Lasst euch zum Abendmahl einladen, das uns stärken möge, um allen Versuchungen des Lebens zu widerstehen. Das Dankopfer heute ist für die Dekanatsjugendarbeit bestimmt. Und wir freuen uns mit den Eltern Sven und Jenna Nürnberger zu der Geburt ihrer Tochter Kayla am 12. Februar und wünschen ihnen Gottes Segen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, nichts konnte dich von deinem Vater trennen, keine leibliche Not, keine Verlockung zu eigener Größe und Macht. Du hast alle Versuchungen bestanden. Mit dir wollen wir dem Versucher entgegentreten. Mit deinem Wort wollen wir uns wehren. Zu deinem Kreuz wollen wir fliehen. Dein Evangelium soll unsere Rettung sein, heute und in Ewigkeit. Amen. Wir singen das erste Lied, Wach auf, mein Herz, und singe. Kinder bitte ich nach vorne, um in den Kindergottesdienst zu gehen. Auch bei euch beginnt
heute im Kindergottesdienst die Passionszeit und ihr hört von einer Frau, die Jesus mit viel Liebe begegnet ist und etwas ganz Besonderes für ihn hat. Und ihr dürft das Licht mit in den Kindergottesdienst nehmen. Es ist ganz stabil und fest. Geht mit Gottes Segen. Lasst uns beten mit Worten des Psalm 91 unter der Nummer 736. Und ich bitte euch, die eingerückten Zeilen zu sprechen. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Spricht der Herr, er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not.
Lasst uns beten. Nun gehen wir mit dir, Herr Jesus, durch die Tage deines Leidens. Wir hören und fühlen, was man dir angetan hat, aus Unwissenheit, aus Bosheit, aus Feigheit. Es tut gut, davon zu lernen. Dadurch werden wir stärker für die Wahrheit. Gott zuerst ist die Wahrheit. Gott allein anbeten wie du. Herr, es getan hast. Steh uns bei und führe uns und leite uns. Amen. Von der ersten Schuld der Menschen erzählt das erste Buch Mose. Ich lese die alttestamentliche Lesung aus dem ersten Buch Mose 3, die Verse 1 bis 19. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Bäumes in Mitte vom Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon isst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum verstecke ich mich. Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugestellt hast, gab mir von dem Baum, und ich aß. Da sprach Gott der Herr zur Frau: Warum hast du das getan? Die Frau sprach: Die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinen Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, und sprach: Du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du, und zum Staub kehrst du zurück. Bis hierher die Lesung. Thank you.
Warum wir auch im Leid am Bekenntnis zu Gott festhalten sollten, beschreibt der Hebräerbrief. Die Epistellesung steht im Hebräerbrief 4, die Verse 14 bis 16. Weil wir den einen großen, hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mit Leiden, mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Bis hierher die Lesung. Lasst uns miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Liebe Gemeinde, die Bibel ist ein Schatz. Und das versuche ich auch gerade meiner 8. Klasse zu zeigen. Wir lesen zu Beginn jeder Stunde Bibeltexte, weil ich denke, dass es gut ist, die Bibel und auch ihre unterschiedlichen Gattungen kennenzulernen. Liebe Gemeinde, was ich so spannend am Bibellesen finde, ist ja, dass man zwischen den Zeilen lesen muss und auch kann, um tiefer zu blicken, die Wahrheit hinter der Geschichte zu erkennen. Und so ist es heute auch mit unserem Predigttext. Die Wahrheit kommt dann nicht so mit dem Zeigefinger daher oder gar mit einem heftigen Paukenschlag, sondern eben sie hat Geduld und sie wartet, bis wir Aha sagen oder Ah ja, so ist es also gemeint.
Mit solch einer Geschichte beginnt in diesem Jahr die Passionszeit und die Fastenzeit. Die Wochen bis Ostern denken wir daran, wie Jesus verfolgt, verhaftet, verspottet und schließlich getötet wurde und was das alles mit uns zu tun haben könnte. Und am Beginn dieser Zeit hören wir gleich eine Geschichte, die Matthäus wegen ihrer tiefen Wahrheit für uns aufgeschrieben und aufgehoben hat. Die Geschichte ist sicher vielen bekannt, vielleicht sogar vertraut. In ihr stehen Sätze, die beinahe zu Sprichwörtern geworden sind. Gleich am Anfang seines Evangeliums, gerade nachdem Jesus überraschend von Johannes im Jordan getauft wurde, nachdem Gott sich zu Jesus bekannt hat mit den Worten, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, da erlebt Jesus etwas, was Matthäus dann im 4. Kapitel so in Worte fasst. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine zu Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Das ist die Wahrheit im Kleid einer Geschichte. Und es tut gut, sich erst einmal von einem anderen sagen zu lassen, was es mit dieser Geschichte auf sich haben könnte. Der russische Dichter Fjodor Dostojewski hat gesagt, wenn diese Geschichte nicht in der Bibel stünde, dann müsste man sie erfinden. Das heißt, ohne sie geht es nicht im Leben und im Glauben. Und anders gesagt, durch diese Erzählung lernen wir etwas, was für unser Leben unverzichtbar ist. Auf dem Weg zur Wahrheit beantwortet Matthäus zunächst ganz nebenbei eine Frage, die auch unbedingt beantwortet werden muss und die manchen Menschen auf der Seele brennt. Die Frage nämlich, gibt es den Teufel? Und die Antwort in dieser Geschichte ist eindeutig, ja, es gibt den Teufel. Manchmal kommt er von irgendwoher, keiner weiß woher, tritt auf uns zu und will etwas von uns. Was auffällt, Jesus scheint überhaupt nicht überrascht zu sein, dass der Teufel kommt. Und er ist auch nicht erschrocken und er läuft auch nicht weg, sondern er antwortet auf alles, was der Teufel sagt. Es scheint so, als sei es selbstverständlich, dass irgendwann der Teufel auf einen oder auf eine zutritt und etwas erwartet. Der Teufel ist in dieser Geschichte sehr bibelfest. Das ist erstaunlich. Jesus und er streiten ja miteinander mit Worten.
Und zuletzt befiehlt Jesus dem Teufel zu verschwinden, was dieser dann auch tut. An die Stelle des Teufels treten Engel. Jesus hat den Streit gewonnen, könnte man sagen. Aber wer weiß, vielleicht kommt der Teufel eines Tages wieder und der Streit beginnt dann wieder von vorne. Es gibt den Teufel. In vielen Kirchenliedern singen wir das jedenfalls auch. Und der Teufel macht immer das Gleiche, damals wie heute, so hören und lesen wir hier. Der Teufel versucht immer das Gleiche. Er will, dass wir ihm gehören. Er versucht, uns auf seine Seite zu ziehen. Er verspricht Macht und Einfluss und Reichtum und alle Herrlichkeit auf der Erde. Und er verspricht ein gutes Gewissen dazu, wenn wir Gott vergessen und damit auch gleich mitvergessen, was Gott von uns will. So steht es hier. So hat es Jesus erlebt. Und er hat den Versuchungen widerstanden, weil er sich nicht locken ließ. Es kann sein, dass es uns heute ein wenig seltsam vorkommt. Aber es macht nichts. Wir hören es erstmal so, wie es dasteht. Und dann fällt auch bald auf, was nicht dasteht. Es steht nicht in der Geschichte, woher der Teufel kommt, wie er aussieht, wo er hingeht oder wo er wohnt. Und weil das alles nicht dasteht, ist es wohl auch nicht wichtig. Es ist auch nicht wichtig, wie der Teufel aussieht und ob er wirklich eine Person ist mit Händen und Füßen, mit Gesicht und Hörnern. Es ist nur wichtig, dass es Versuchungen gibt, die irgendwoher kommen und behaupten, uns das Leben viel leichter zu machen. Das ist Matthäus wichtig. Es gibt Reize und Versuchungen, die uns führen und verführen wollen. Das ist ein Teil der Wahrheit, die diese Geschichte erzählt. Und das alles erzählt sich leichter und ist einfach auch besser zu verstehen, wenn man den Versuchungen ein Bild gibt und man Teufel dazu sagt. Aber vielleicht ist es aber in Wahrheit so, dass es etwas Teuflisches in mir gibt. Und dann auch in jedem Menschen etwas, das uns versucht mit immer den gleichen Mitteln. Etwas, das uns sagt, ihr bekommt alles, was ihr wollt, wenn ihr Gott vergesst. Genau das versucht nämlich der Teufel. Oder ich will es etwas vorsichtiger sagen, genau das versucht das Teuflische in uns. Wir sollen Gott vergessen, weil es uns dann angeblich besser geht. Ich soll vergessen, wer die Welt geschaffen hat. Die Tiere, die Pflanzen, die Menschen. Ich soll vergessen, warum ich auf der Welt bin und warum ich lebe, arbeite, mit Menschen zusammen bin. Und schließlich soll ich auch einfach vergessen, dass Jesus lebte, liebte und litt, damit Menschen in ihrer Not zu helfen ist. Dann geht es euch gut, versucht das Teuflische uns immer wieder zu sagen. Vergesst Gott, vergesst Gottesdienst und Gebet, dann geht es euch gut. Kümmere dich am besten nur um dich selber, sagt die Verlockung immer wieder. Sorge dich um nichts als nur um dich selber. Genieß dein Leben, deine Geschenke im Leben und vor allem dein Geld und deine Macht. Dann geht es dir gut und dann hast du alles und du bist alles. Und du kannst ein ganz ruhiges Gewissen dabei haben. Und sorgenfrei bist du obendrein. Und das, liebe Gemeinde, das ist dann die Hölle. Das ist immer eine der größten Versuchungen im Leben, sich nur um sich selber zu kümmern, in der Schule, in der Familie, bei der Arbeit, unter Bekannten, in der Kirche. Das ist wirklich die Hölle. Jesus muss das gewusst oder zumindest geahnt haben. Und weil er es geahnt hat, hat er dem Teuflischen in der Wüste eine ganz deutliche Abfuhr erteilt. So eindeutig, dass sie bis heute uns in den Ohren klingt. Er hat dem Teuflischen das erste Gebot hingehalten und gesagt, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Das ist nämlich der Himmel. Und jetzt kommt die Wahrheit, wegen der diese ganze einzigartige und wunderbare Geschichte bis heute erzählt wird
und die ich euch leider nicht mal ebenso beweisen kann. Es macht aber nichts, weil es ist viel besser. Die Wahrheit erweist sich jeden Tag im Leben und hat sich vermutlich auch in eurem Leben schon erwiesen, in Kleinigkeiten und auch in großer Not. Ich kann nur weiter sagen, wie es hier steht. Wer dem Bösen widersteht, wer Gott allein dient, dem dienen die Engel. Wer sich an das erste Gebot hält, der spürt, ich bin von Gott gehalten. Wer keinen anderen Göttern dient als Gott, dem Vater, dem wendet sich Gott zu. Wer in Sorgen und Not nicht vor Gott wegläuft, dem wendet sich Gott zu. Wer auch die achtet, die sonst niemand achtet, dem werden die Engel den Weg bereiten. Der Himmel auf Erden, das zu fühlen, das ist, wenn ich allein Gott diene und ihn anbete und niemandem sonst. Es ist manchmal vielleicht schwer. Immer wieder gibt es diese Versuchungen in unserem Leben und manchmal erkennen wir sie auch zu spät. Immer wieder wird etwas oder jemand den Versuch machen, dass wir alleine uns selber dienen sollen. Es klingt immer sehr verlockend, als ginge es uns dann wirklich gut. Aber es ist ein teuflischer Irrtum. Wahr ist das Gegenteil. Gott zu dienen gibt Leben. Wer sich mit seinem Leben der Verantwortung vor Gott bewusst bleibt, dem wird Gott dienen. Und wer Gott dient, dem dienen die Engel. Amen. Thank you.
Guter Gott, danke für alles, was du uns im Leben schenkst. Wir danken dir auch für deine Weisungen, damit wir himmlisch leben können. Hilf uns, mit dem Dankopfer, das wir gesammelt haben, den Jugendlichen zu zeigen, was das Stück Himmel auf Erden sein kann. Wir preisen dich und danken dir. Amen. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Aber dennoch ist da manchmal Furcht in uns. Dann sind wir verzagt und ängstlich und kleinlaut. Wir fürchten uns vor der Zukunft, vor einer Krankheit, vor irgendetwas. Ihr habt einen Stein bekommen. Bitte nehmt ihn in die Hand. Fühlt, wie schwer er ist und ob er Risse und Kanten hat. Der Stein steht für das, was wir in unserem Leben Schweres zu tragen haben. Bitte faltet eure Hände um diesen Stein und legt eure Sorgen und eure Angst in diesen Stein hinein. Guter Gott, du hast uns nicht gegeben den Geist der Furcht, und dennoch haben wir oft Angst. Wir fürchten den Tag, weil wir nicht wissen, was er uns bringen mag. Wir fürchten die Angst, weil wir uns allein fühlen. Wir fürchten das Alleinsein, weil wir niemanden zum Anlehnen haben. Wir fürchten unsere Begegnungen, weil wir Angst vor Streit haben. Großer Gott, himmlischer Vater, wir dürfen zu dir kommen mit allem, was unser Leben beschwert, was uns wie ein Stein im Magen liegt, was uns das Herz schwer macht. Dein Sohn Jesus hat so vielen Menschen geholfen. Bitte nimm auch unsere Last, mach unsere Seele hell und leicht. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Jesus spricht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und nun kommt und legt, was euch beschwert, vor Gott auf diesen Voraltar. Und wir singen dabei währenddessen das Taizé-Lied unter 789,7. Bleib mit deiner Gnade bei uns, ihr dürft euch setzen.
Ich bete mit Worten von Nikolaus von Flüe. Mein Herr und mein Gott, nimm von mir, was mich trennt von dir. Mein Herr und mein Gott, gib mir, was mich führt zu dir. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet eure Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Wahrhaft würdig ist es und recht, dass wir dich, ewiger Gott und Vater aller Menschen, loben und dir danken durch Jesus Christus, unseren Bruder. Du hast ihn gesandt, um mit uns zu leben in aller Schwachheit und Sorge und aller Versuchung und Sünde zu widerstehen. Er hat das Böse besiegt und seine Macht für alle Zeiten gebrochen, damit wir frei werden, zu leben als deine Geschöpfe. Darum preisen wir dich mit allen himmlischen Mächten, Kräften und guten Gewalten und stimmen deiner Herrschaft einen Lobgesang ohne Ende an. Wir danken dir, himmlischer Vater, für das Leben deines Sohnes, für seinen Weg aus der himmlischen Fülle in die Wüste menschlicher Gier, Macht und Maßlosigkeit. Er teilte sein Leben mit den Leidenden und Versuchten und erwies seine Liebe allem Geschaffenen und allen Geschöpfen. Er ging bis zum Letzten in seinem Leiden und Sterben um unseretwillen. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot und dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmet hin und esst. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl. Dankte, gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Wir gedenken Jesu, des Lebens, der Welt, seines Geistes, der Lebenschaft und erneuert. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf uns, wenn wir uns jetzt am Tisch Jesu versammeln, und wehre aller Versuchung, allem Hunger und unserer Angst zu kurz zu kommen. Erfülle uns mit Freude an deinen Gaben und vereinige uns durch deinen Heiligen Geist, auf dass deine Kirche eins sei und die Welt glaube. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, Jesus Christus,
Deinen Tod verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Erkennt euch in dem Herrn als Schwestern und Brüder, vergebt euch untereinander. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Und nun kommt, es ist alles bereit, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Amen. Thank you.
Gebt einander die Hand als Zeichen der Verbundenheit in Christus. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Gehet hin im Frieden. Amen. Lasst uns miteinander Fürbitte halten und während der Fürbitten singen wir 178.11. Lasst uns beten. Herr Jesus, du warst versucht, wie wir, Gott zu vergessen und nur an dich selber zu denken. Du hast widerstanden und Liebe gelebt, Mutlose aufgerichtet, Erschöpfte gestärkt, Leidende getröstet. Dafür danken wir dir und bitten dich heute, wenn wir an dein Leiden und die Leiden in der Welt denken. Sende deine Engel denen, die den Schrecken eines Krieges ausgeliefert sind. Gemeinsam singen wir. Sende deine Engel denen, die verfolgt und ihrer Heimat beraubt sind. Wir singen. Sende deine Engel denen, die dem Bösen und Teuflischen verfallen sind. Wir singen. Sende deine Engel denen, die krank sind, die leiden und denen, die sie pflegen. Wir singen. Sende deine Engel denen, die versucht worden sind und dich nicht verstehen können. Wir singen. Sende deine Engel denen, die immer wegsehen und weglaufen wollen. Wir singen. Du warst versucht wie wir. Hilf uns, aufzusehen zu dir, dass wir dich und den Vater in der Einheit des Heiligen Geistes ehren und anbeten, bis du wiederkommst in Herrlichkeit. Amen.
Guten Morgen, liebe Gemeinde. Heute findet im Anschluss an den Gottesdienst um ca. 11 Uhr eine außerordentliche Gemeindeversammlung zur Pfarrstellenbesetzung statt. Alle Unterlagen zu der Jahreshauptversammlung am 3. März liegen ab heute aus und werden auch an die Gemeinde verschickt. Die zweite Passionsandacht ist am Mittwoch, den 21. Februar um 18 Uhr beim Nazareth-Haus. Am 24. Februar findet um 13 Uhr bei der Johannesgemeinde ein Band- und Sound-Setup-Workshop statt. Der Weltgebetstag findet am Freitag, den 1. März, um 9.30 Uhr im Altersheim statt. Am 2. März von 9 bis 12 Uhr gibt es eine Mitarbeiterschulung zum Thema »Wie gestalte ich einen Kindergottesdienst?« Offen auch für Interessierte, die sich überlegen, beim Kindergottesdienst reinzuschnuppern. Das Team ist immer auf der Suche nach neuen Helferinnen oder Helfern. Die DSP lädt am 9. März ab 8.30 Uhr ein zum Tag der offenen Tür und Kinderflohmarkt. Am Samstag, den 9. März um 15 Uhr, sind alle Familien mit Kindern herzlich eingeladen zum Kreuzweg-Gottesdienst mit anschließendem Essen bei der Kirche. Der Ostermarkt findet in diesem Jahr am Samstag, den 16. März von 9 bis 13 Uhr an der DSP statt. Zur Restaurantspendenaktion laden wir alle ein, mitzumachen. Dabei geben Freiwillige eine Einladung bekannt und Gäste melden sich bei ihnen an. Die Zettel liegen am Infotisch aus und hängen dann an der Stellwand im Treffpunkt. Und eine Wortmeldung von unserer Pastorin zum Raum der Stille. Ja, wir haben ja den Raum der Stille bei der DSP seit 2 Jahren und wir sind auf der Suche nach Helferinnen und Helfern. Und der Raum, den möchten wir eigentlich gerne von montags bis freitags von 10:45 bis um 13 Uhr geöffnet haben, sodass Schülerinnen und Schüler dort hinkommen können, wenn sie einfach mal Ruhe brauchen, wenn sie aber auch jemanden zum Gespräch brauchen oder einfach, ja, um einfach mal hinzulegen und nichts zu denken. Also wer von euch sich angesprochen fühlt und Zeit hat an dem einen oder anderen Tag, man muss nicht jede Woche, man kann auch sagen, ich möchte das nur 2-mal machen in dem Term, dann seid ihr herzlich willkommen, euch bei mir zu melden und ich trage euch dann einfach in den Plan ein. 10:45 bis 13 Uhr. Danke sehr. Dankeschön. Die heutige Kollekte ist für die Nelxa Dekanatsjugendarbeit bestimmt und am Ausgang sammeln wir für den Mandela-Tag und sonstige Projekte unter Diakonie und Mission. Herzlichen Dank für alle Gaben. Der Wochenspruch, der uns in der kommenden Woche begleiten möge, steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 8b. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Der dreieinige Gott segne unsere Gemeinde und alle ihre Glieder nach dem Reichtum seiner Gnade. Empfangt Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.